So, jetzt geht's weiter. Wo bin ich denn? Jetzt hier, okay. Ich mache es jetzt wirklich kurz, weil ich glaube, Working Out Loud hat jetzt hier 97% der Menschen haben schon mal gehört. Das ist wieder der Versuch, Working Out Loud in einem Satz zu beschreiben. Also der Begriff stammt von Bryce Williams 2010 auf einer Jive-Konferenz. When will we start to work out loud? Soon. John Stepper hat es aufgegriffen und 2012, 2013 weiterentwickelt. Es geht um offene, vernetzte Zusammenarbeit. Es geht darum, wie wir uns und Unternehmen gestalten können in einem kollaborativen Zusammensein. Und er sagt eben, sobald ich anfange, offen und sichtbar zu arbeiten, hilft es mir, aber es hilft auch anderen. Und das ist jetzt dieses Thema Haltung. Und wenn du offen und in einer verbundenen Art zusammenarbeitest, schaffst du ein Netzwerk. Und das nutzt auch wieder. Du schaffst eine neue und andere Art der Zusammenarbeit. So, das ist wirklich der Versuch, das in einem Satz zusammenzupassen. Das da sind alles Begriffe, die mit Working Out Loud zusammenhängen. Es lässt sich nicht in einem Wort beschreiben. Es geht vor allem um das Thema Netzwerkkompetenz. Und jetzt haben wir ja auch gelernt, Netzwerkkompetenz ist die Kompetenz der Zukunft. Also Fachkompetenz, Führungskompetenz, schön und gut. Netzwerkkompetenz ist das, was im virtuellen Arbeiten immer wichtiger wird. Und es steht hier auch das Thema agiles Mindset. Agilität wird oft auch mit Working Out Loud in Verbindung gebracht. Inwieweit es eine agile Methode ist, sei mal dahingestellt. Was es sicher ist, es ist eine Vorstufe. Es schafft ein agiles Mindset und passt deswegen sehr gut zu diesen ganzen agilen Themen. Es ist eine Fähigkeit für die digitale Arbeitswelt. Es ist auch das, was es in den Unternehmen so stark gemacht hat. Wie vermittle ich denn Netzwerkkompetenz? Wie vermittle ich denn Social Media Kompetenz? Und das ist was, wo man wirklich an einer Fähigkeit und einer Haltung auf eine einfache Art und Weise arbeiten kann. So, und jetzt steht hier oben noch sowas wie Ikigai. Auch das ist ein wichtiger Aspekt. Es geht um Sinnhaftigkeit. Wir hinterfragen wirklich, was wir da machen. Und da kommt jetzt auch nochmal eine ganz andere Ebene rein, als auch für mich jetzt gefühlt mit Scrum oder OKR. Also wo es eben wirklich nochmal um Sinnhaftigkeit, um den Menschen, um das Individuum geht. Working Out Loud. John Stepper hat das Buch, das da hinten auch ausliegt, 2015 geschrieben. Er kommt aus einem Umfeld, mit, wo er Enterprise Social Networks bei der Deutschen Bank eingeführt hat und hat für sich dann entschieden, dass er dass Netzwerkkompetenz eine wichtige Kompetenz ist, die er noch nicht so erfüllt gesehen hat. Hat ein Buch dazu geschrieben, ist dann auch rausgegangen aus der Deutschen Bank. Und dieses Buch, das ist relativ schnell bei der Katharina Krenz von Bosch aufgelaufen. Die ist wirklich der Startpunkt der Working Out Loud Bewegung in Deutschland, die damals gesagt hat, wie kriegen wir dieses Thema Netzwerke bei Bosch stärker etabliert. Sie war damals Community Managerin und hat John angesprochen und hat Working Out Loud nach Deutschland gebracht. Das war 2016. So, und dann ging eine Bewegung los. Also mein Berührungspunkt war über die Katharina und die Benchlearning-Gruppe von Siemens, wo wir dann auf einer Veranstaltung 2016 einen Circle gegründet haben mit dem Lukas von Daimler, mit der Sabine Kluge von Siemens, mit der Babs von der Deutschen Bank. Und das war unter Katharina eben. Und das war für mich der Start von einem wirklich komplett neuen Arbeitsleben, weil ich auf einmal ganz anders auf die Arbeitswelt geschaut habe. Ich habe auf einmal mit Menschen zu tun gehabt, die die gleichen Themen hatten wie ich und ich konnte mich mit denen austauschen, compliance-gerecht. Also das ist auch nochmal was, ich habe ja mit meinen Themen zu tun, habe auf einmal trotzdem eine Peer-Group, mit der ich mich austauschen kann. Und jetzt kommt auch diese Stärke, die da reinkommt. Es wurde eine Working Out Loud Community of Practice gegründet. Da waren dann auch BMW, die Deutsche Post, Telekom, da waren verschiedene Unternehmen mit dabei. Und es gab da auch 2017 einen HR Excellence Award, nicht für das Thema oder die Methode Working Out Loud, sondern für das Thema Selbstorganisation über Unternehmensgrenzen hinweg, also kollaboratives Arbeiten über Unternehmensgrenzen hinweg. Der Harald Schirmer war natürlich auch dabei, also nicht, dass ich dich da vergesse, kontinental. Und und das ist was, das aus dieser Bewegung heraus ist es gewachsen. Und ich werde dann oft gefragt, ja, warum ist es denn in Deutschland so stark? In Deutschland ist es stark, weil es einzelne große Konzerne gab, die dieses Thema früh aufgegriffen haben und für sich diesen Nutzen erkannt haben. Was dann gab es verschiedene Working Out Loud Camps und
innerhalb dieser Working Out Loud Community of Practice wurden verschiedene Themenfelder, Best Practice Beispiele ausgetauscht. Auch das, dieses Kollaborative, wenn wir Onboarding machen, können andere davon lernen. Wenn wir Führungsthemen mit Working Out Loud bearbeiten, können andere davon lernen. Das ist diese Kraft, die in diesem ganzen Thema liegt und lag. Und jetzt sind wir kurz davor, das nächste Working Out Loud Camp ist wieder im November in Berlin. Die Working Out Loud Community in Practice gibt es in der Form nicht mehr, weil das Netzwerk so stark gewachsen ist mittlerweile, dass es einfach ein größeres Netzwerk ist und diese einzelnen Firmennennungen gar nicht mehr braucht. Insofern ist es einfach jetzt ein riesiges Netzwerk, wo verschiedene Menschen Erfahrungswerte haben. Ich gucke gerade Julia an, die könnt ihr gern für Working Out Loud SC ansprechen und so. Also jeder hat da unterschiedliche Erfahrungen und kann die damit einbringen. Wer jetzt Working Out Loud noch nicht gehört hat, also das geht jetzt an die drei, die jetzt gerade die Hand gehoben haben. Genau. Es ist eine Methode, die darauf basiert, dass man sich einmal pro Woche trifft über einen Zeitraum von 12 Wochen. Und zwar in einem vertrauten Zirkel oder in einem vertraulichen Kreis von 4 bis 5 Personen. Man hat also ein Meeting, 1 Stunde pro Woche. Das macht man entweder, man trifft sich vor Ort oder man macht es vor allem auch virtuell. Geht sehr gut virtuell. Und dann gibt es noch Übungen, die man für sich selber machen kann. Diese Basis sind diese 12 Wochen Circle. Das sind Arbeitspapiere, die von John auch überarbeitet werden und kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Und da muss ich auch nochmal das von vorhin erklären. Also das ist kostenlos nutzbar. Das ist auch im Unternehmenskontext kostenlos nutzbar. Die sind frei im Netz erhältlich. Jeder kann, wann immer er möchte, einen Circle starten, sich 4 bis 5 Personen suchen und loslegen. Das Einzige, wo die Restriktion oder auch das Geschäftsmodell von John Stepper beginnt, ist, dass er sagt, wenn es innerhalb des Unternehmens Anpassungen gibt, wenn es spezielle Führungskräfteprogramme gibt, wenn es individuelle Anpassungen in Richtung der Enterprise Social Networks gibt, das ist das, wo man ihn einbindet oder eben einen der Working Out Loud Coaches, die es jetzt in Deutschland gibt. Also das muss man einfach sehen, es steht jedem frei zu starten und wer Begleitung wünscht, der kann die haben. Eben über John Stepper oder die Working Out Loud Coaches und eben auch über Fragen in der Community. Das ist eine total offene Geschichte. Gibt es dazu gerade noch Fragen? Nein? Gut. Was ist jetzt Working Out Loud? Es besteht aus 5 Elementen. Bilde soziale Netzwerke. Das ist auch wieder dieses Thema, wie entstehen Beziehungen? Beziehungen entstehen, indem ich was von mir preisgebe, indem ich wirklich aktiv werde. Das ist jetzt was in diesem Kontext oder in der Community wahrscheinlich gar nicht so, ja, das ist jetzt Normalfall. Im Unternehmen ist das eher noch die Ausnahme. Deswegen, wie verbinde ich mich über meine Unternehmensgrenze, über meine Abteilungsgrenze hinaus? Wie trete ich in Kontakt mit anderen, die ich vielleicht noch nicht kenne? Das sind alles Fähigkeiten, die wir nicht gelernt haben. Also Working Out Loud schafft es in dem Moment, Silos zu durchbrechen. Und indem man diese sozialen Netzwerke schafft, verbinde ich mich mit Gleichgesinnten und ich habe damit eine andere und eine qualitativ bessere Form von Beziehungen. Und das kann ich jetzt bestätigen, weil hier sitzen ganz viele der VUCA-Rockers jetzt zum Beispiel auch. Das ist ein Netzwerk, wo es um Beziehungsaustausch auf einer persönlichen Ebene geht, aber auch auf einer qualitativen Ebene. Und das ist was man mit Working Out lernt, dass man sich mit fremden Menschen austauscht und schnell in Beziehungen tritt. Netzwerkaufbau, jetzt schon, ups. Mache deine Projekte sichtbar. Auch das, wie zeige ich mich als Experte, wie kann ich lernen, auch innerhalb sozialer Netzwerke Fragen zu stellen, mich zu trauen, Mut zu haben, mal was eben auch halbe Arbeitsergebnisse in Frage zu stellen. Was mir da gut gefallen hat, zum Beispiel die Maret Zeppernick hat mal eine Working Out Loud Präsentation vorbereitet, hat die in die Community reingestellt und hat gesagt, gebt mir ein Feedback dazu, was können wir denn besser machen? Gute Sache. Und man kann sich innerhalb dieser Working Out Loud Community auch darauf verlassen, das sind Menschen, die andere unterstützen, weil das eine Grundvoraussetzung des Themas Working Out Loud ist, leiste großzügige Beiträge, ich überspringe das jetzt gerade, biete deine Hilfe an, da geht es auch darum, ich habe eine großzügige Haltung, John nennt es Reciprocal Altruism, ich gebe etwas ohne die Erwartung, dass es sofort zurückkommt, sondern ich helfe anderen und ich liefere quasi Beiträge und helfe damit meinem Netzwerk. Das ist eine andere Haltung,
die wir bisher wahrscheinlich noch nicht gelernt haben über andere Methoden. Und eben auch verbessere gemeinsam deine Arbeit, das Beispiel mit der Maret Zepanik. Und jetzt kommt auch hier nochmal dieses Thema, warum ist es in den Unternehmen so wichtig? Es ist eine Art von Reverse Mentoring, also es wird auch oft mit Reverse Mentoring verknüpft. Es geht um digitales Know-how erweitern. Ich erlebe es immer wieder, dass Menschen, die einen Working Out Loud Circle machen, die schaffen diesen Schritt in die digitale Welt. Die schaffen es, dass sie einen ersten Blogbeitrag schreiben. Die schaffen es, dass sie sichtbar werden. Und es ist ein großes Erlebnis, wenn auf einmal jemand, der noch nichts jemals damit zu tun hatte, wenn der auf einmal merkt, Mensch, da kommt ja ein Feedback, da lerne ich ja was. So, lerne zielgerichtet zusammenzuarbeiten, richte deine Aktivitäten auf ein Lernziel aus. 12 Wochen lang habe ich ein Ziel, das ich verfolge. Auch das, wir nehmen uns selten die Zeit für uns selber, dass wir uns wirklich mit einem Thema intensiv beschäftigen. Hier haben wir den Raum, uns damit zu beschäftigen und wir nehmen uns die Zeit und damit entstehen auch ungewöhnliche und wirkungsvolle Ergebnisse. Und es ist dann auch egal, ob das ein Ziel ist, was im Kontext des Arbeitslebens stattfindet oder ein privates Ziel ist, aber ich lerne was und ich verändere mich. Also für mich ist es auch ein Aspekt von Persönlichkeitsentwicklung und es ist immer so dieses, Persönlichkeitsentwicklung im Arbeitskontext. Es ist wichtig. Also wir versuchen alle, wir versuchen immer das Thema Selbstwirksamkeit, Empowerment zu stärken. Ja, was ist es denn? Es geht doch darum, dass ich mich entwickle, dass ich sichtbar werde. Mit Working Out Loud ist die Methode dazu. So, ich raschle hier die ganze Zeit. Ne? Das ist jetzt nochmal eine Zusammenfassung. Beziehungen als Pfad zum Wissen verstehen, das ist nichts Selbstverständliches. Wir brauchen qualitativ gute Beziehungen. Wir erwerben die Fähigkeit, ein zielgerichtetes Netzwerk aufzubauen. Ich lerne, vernetzt zu arbeiten und zu führen. Ich erfahre, wie digitale Tools funktionieren. Und ich agiere selbstwirksam. Das ist für mich der wichtigste Punkt. So. Einsatzgebiete, das steht jetzt mal so da. Wir haben jetzt, also da drüben sitzt, wie gesagt, mein Kollege Christoph Lindhorst. Christoph, melde dich mal kurz. Genau, wir haben jetzt gerade bei uns, wir haben Working Out Loud Paten bei Audi. Und da bin ich auch sehr dankbar. Also wir haben Working Out Loud seit 2017 und es war jetzt so ein bisschen so eine Stagnation. Und dann haben wir uns gefragt, woran liegt denn diese Stagnation? Und haben das jetzt nochmal angeschaut und haben innerhalb dieses Wollpatenkreises jetzt gerade auch einen kleinen Workshop gehabt, wo wir gemerkt haben, da sind da ganz schöne Lücken. Also wir sprechen immer von der menschlichen Ebene, was bringt es dem Menschen? Da bin ich sehr, es geht um Sinn, es geht um Persönlichkeitsentwicklung. Und wir schauen aber jetzt gerade auch nochmal drauf, was bringt es denn dem Unternehmen? Und haben gemerkt, das ist unglaublich viel, was es dem Unternehmen bringt, weil es auf Strategie einzahlt, auf unsere Werte einzahlt, auf das ganze Thema Personalmanagement, Geschäftsmodellentwicklung. Und auf einmal ist es ein viel größerer Kontext, in dem wir Working Out Loud, in dem wir agieren können. Da bin ich dir auch nochmal echt nochmal dankbar. Also das fand ich sehr spannend. Wo stehen wir da gerade? Was können wir wirklich bei Audi jetzt konkret anders machen? Deswegen, das sind alles Initiativen, die in anderen Unternehmen oder auch schon bei uns Sinn machen. Aber was dann wirklich passiert, das muss jedes Unternehmen für sich selber entscheiden. Oder auch das Thema, gibt es einen Vorstand, der da mit unterstützt? Oder gibt es, wo ist die breiteste Zielgruppe, die dafür in Frage kommt? Also das auch nochmal der Wunsch und die Einladung, wer Working Out Loud ausprobiert, muss es für sich selber definieren, die Möglichkeiten gibt es und kann vor allem auch ein eigenes Selbstverständnis dazu definieren. So, jetzt habe ich schon die rote Karte gezeigt bekommen, deswegen. Vielen Dank.